Wir sind erneut in der Welt unterhalb des Meeres, dieses Mal mit Tetra. Und wir sollen in den Raum, wo das Masterschwert gewesen ist. Und ich zeige euch ganz kurz was ganz Lustiges, denn ja, da sieht man mal, dass die KI von Tetra nicht die beste ist. Naja, dann komm mal mit. Im Raum hier soll auch der rote Leuenkönig sein, wie auch immer das möglich ist. Denn ja, bevor wir, also am Ende des letzten Parts, hat der rote Leuenkönig den Stein benutzt, damit halt Tetra nicht sieht, wie das Boot spricht. Wäre ein bisschen verstörend wahrscheinlich für sie. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin im Raum, wo das Masterschwert ist, im Schloss. Komm doch her. Ja, okay. Du warst das also? Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen? Diesen Stein habe ich aus Gossipstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen aus Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes, Daphnus Johansson von Hyrule. Link, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich war es, der dich hierher geführt hat, der rote Leuenkönig. Wärest du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen, aber nun. Doch, wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erstmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Ganon, der sich nach den Kräften der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Ganon mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Ganon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Triforce der Weisheit. Und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr vor Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesem Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum.
Ich... In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda, ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Link, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Link, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwertes sein könnte. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert, wieder zu seiner alten Stärke das Böse zu verbannen. Zelda, es wäre zu gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Der kann sich ja sogar teleportieren. Link, brechen wir auf. Erstmal noch ein bisschen angeben mit seinen Teleport-Skills. Link. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du und Aril so viel Leid erdulden musstet. Verzeih mir bitte. Link, bitte pass auf dich auf. Ja, das ist der Punkt im Spiel, wo die Geschichte sich so entwickelt. Einfach eingesperrt, die arme Zelda, Schrägstrich Tetra. Ja, alles, es ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man die Story zum ersten Mal spielt, aber ja. Ich find's wirklich verdammt interessant, was in der Wind Waker Timeline passiert und wie sich das alles entwickelt hat. Link, lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eines bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im C4-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es hier einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen, und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch, wo sich Zelda aufhält. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Jo, bin ich auch dafür. Das Portal wird sich jetzt auch, glaube ich, gleich wieder schließen, bis wir wieder hierher müssen. Ja, tatsächlich. Link, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden, und genauso wie in Zelda, ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reiste und so Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in 8 Splitter
und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Bist du vielleicht jenem begegnet, der vieles weiß von Dingen, die tief im Meer verborgen liegen? Verzage nicht, wenn du ihn noch nicht kennst. Wer fragen kann, bekommt auch Antworten. Und am ehesten bekommst du die gewünschte Antwort dort, wo viele Leute sind. Das wäre dann wahrscheinlich, Portemonnaie, oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was er meint, aber Portemonnaie sind eigentlich die meisten Leute im ganzen Spiel. So, da ist der erste Tempel und der zweite ist da unten. Unten ist der Terra-Tempel und im Norden oben der Zephyr-Tempel. Bevor wir jetzt allerdings dorthin gehen, möchte ich mir ein Herzteil holen, von dem ich, das mir gerade eingefallen ist, dass ich es dann nicht vergesse. Deswegen hole ich es gleich jetzt ganz schnell. Nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch, also keine Sorge. Und, Briefkasten. Hat was für uns. Hört ihr auch das Instrument? Ah, jetzt gerade nicht. Da, die Harfe. Von wo das kommt, dazu kommen wir auch dann noch. Wie komme ich da bloß hinauf? Der Typ, der hat immer noch nicht gecheckt, wie er da hochkommt. Oh Mann. Guten Morgen. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht 201 Rubine, ist Ihnen das recht? Hab ich nicht. Spinnst du? Dann holen Sie ihn bitte ein andermal ab, ja. Okay, dann, merken wir uns das. Ich hoffe, der ist es wenigstens wert. Das Herzteil ist da hinten bei dieser, bisschen seltsam geformten Insel. Das liegt daran, dass es gar keine natürliche Insel ist, sondern eine Insel aus Holz, die wahrscheinlich von irgendwem gebaut worden ist. Ich werde schon mal das Futter ausrüsten. So, ich sehe auch schon den Fisch. Wir können auch übrigens eh noch nicht in die Tempel hinein, weil uns ein Item fehlt. Also eigentlich zwei Items, aber also, es ist eigentlich nicht mal wirklich Items. Es sind zwei verschiedene Sachen, die wir im Doppelpack bekommen. Das werden wir dann auch gleich holen. Hier ist auf jeden Fall der Flugplatz. Okay. Auf der Insel namens Draconia, etwas westlich von hier, liegen jede Menge Felsbrocken und Geröll herum. Früher hieß es, dass sich darunter so mancher Schatz finden lässt. Und das stimmt vielleicht auch heute noch, also rate ich dir, dich allergründlichst umzusehen, dann findest du sicher auch was. Ja, okay. Ich glaube zwar, auf Draconia gibt's nicht wirklich was Außergewöhnliches, aber es gibt auf jeden Fall einen 100er und da ist ein U-Boot. Das möchte ich ganz gerne zuerst erkunden. Da hinten sind noch 50 Rubine. Also holen wir uns zuerst das Item aus dem U-Boot und dann das Herzteil auf dem Flugplatz. Dann hole ich mir das Item, also Item unter Anführungszeichen, das wir benötigen, um die Tempel zu betreten. Das ist nämlich der Gegenstand, den wir von der Feenkönigin erhalten auf der Mutter-Kind-Insel. Jetzt ist es nämlich soweit und hier ist ganz schön spooky hier, total finster. Da ist ein Schalter, okay. Ich finde auch, dass man so im Hintergrund diese Geräusche hört von dem Schiff.
Das ist einfach Atmosphäre pur. Das ist super geil gemacht. So, jetzt kommen wahrscheinlich Gegner, ja? Die Pyromagus. Pyromagi ist, glaube ich, die Mehrzahl. Ah, hallo. Zack. Ah, wo ist er? Da oben? Okay. Oh. Noch einer. Und auch noch diese Mini-Blinds. Ist das jetzt... Euer Ernst? Ach du Scheiße. Puh. Das war ganz schön knapp mit dem Feuer. Ah, anvisieren. Meine Güte. So. Den habe ich gesehen. Was? Der Pfeil hat nicht getroffen? Oh, jetzt sind da gleich zwei. Oh. Goddammit. Hilfe! Hilfe! Feuer! Alter, geht das ab! Na komm! Hilfe! So viele! Heilige Scheiße, was hier abgeht! Okay, und jetzt noch die beiden hier. Ach so. Der flüchtet einfach. Oder auch nicht. Was macht er da? Ich habe hier ja diese Kugel gesehen und dann will ich noch... Hallo? Ach, der... Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass der nicht reagiert, wenn ich da zu ihm laufe, aber... Ja, da piekst er mich einfach. The fuck? Da ist die Kugel einfach in diesem Holz... In dieser Holzsäule. Okay. Drei Items kommen raus, der Rest... fällt aus der Map wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht erreichbar. Ich dachte schon, jetzt ist da nichts. Ist es eventuell eine Schatzkarte? Oh, die Wachpostenkarte. Damit kennst du die Positionen aller Wachposten, die sich auf See befinden. Okay. Interessant. Also diese ganzen Wachtürme, ne? Ist ja klar. Wo ist sie? Tingelskarte, Wachpostenkarte. Okay, gibt ja ziemlich viele. Ja. Ist ganz interessant, die Karte, aber mehr auch nicht. Vielleicht, wenn man alle Schatzkisten finden will, ist das ganz nützlich. Allerdings gehört das nicht zu den 100%, deswegen werde ich das auch nicht machen. So, jetzt gehen wir zum Flugplatz und holen uns da unser Herzteil. Was ist denn das hier genau? Hier gibt's ein Minispiel. Flugplatz, man kann sich schon so denken, was für ein Minispiel. Welche Art von Spiel. Vogelmann-Wettstreit, Anmeldung bitte voraus. Männer, die ihr zu höherem geboren seid, stellt euch den Herausforderungen der Lüfte und sichert euch Ruhm und Ehre. Und Preise. So, was machst du hier? Potzblitz, so weit kann man also. Aber das ist ja unglaublich. So weit kann man fliegen, ja. Für Ornis müsste das eigentlich überhaupt kein Problem sein, weil die kommen ja auch bis zur verwunschenen Bastion. Und hier, die ist ein bisschen weit weg, ist fast auf der anderen Seite. Hier Draconia und dann verwunschene Bastion da oben links. Ist ein bisschen ein Weg, sagen wir es mal so. Ja, hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache du fliegst. Uns interessiert nur, wie weit du es durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Die Stelle der bisherigen Bestmarke, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Zieltor markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu durchfliegen, darfst du dich als der neue Champion betiteln.
Die Teilnahmegebühr beträgt erschwingliche 10 Rubine. Okay. Wundervoll, dann klettere bitte diese Leiter hier nach oben, wo mein Bruder bereits wartet. Ach übrigens, an deinem Rücken kann ich aber weder Flügel noch sonst irgendwas Flugunterstützendes erkennen. Aber sicherlich hast du irgendein geniales Hilfsmittel, das es dir ermöglicht zu fliegen. Ich erwarte deinen Versuch wirklich schon mit allergrößter Spannung. Das solltest du auch, denn ich hab vor, den Rekord zu brechen. Sei mir gegrüßt, ehrbarer Herausforderer. Netter Bart. Sieht aus wie der von Waluigi. Siehst du das Zieltor dort hinten in der Ferne? Es markiert den Rekordflug des großartigen Champions. Wer ihn schlagen will, muss es durchfliegen. Ja, danke für die Info. Moment. Moment, nein! Ich muss gerade feststellen, wir können das hier noch gar nicht schaffen. Weil wir fliegen hier natürlich mit dem Dekoblatt. Aber ohne das Magie-Upgrade schaffen wir das nicht. Können wir das gar nicht schaffen. Ich mach's jetzt trotzdem, weil... Einfach mal zu gucken, wie weit man kommt. Ich schätze mal Hälfte, weil... Mit dem Magie-Upgrade, dass die Magieleiste länger ist, schafft man's... Gerade so übers Ziel. Ich meine, ich bin jetzt schon bei der Hälfte meiner Magie. Deswegen, na komm. Und tschüss. Und Schluss. Deine Flugweite betrug soeben 125 Meter. 125 Meter werden registriert. 125 Meter? Ja, diese Entfernung schaffen wohl so die meisten. Übrigens, wenn du in eine aufsteigende Luftströmung fliegst, lässt sich der Auftrieb gut an Höhe gewinnen, was sich am Ende wieder an Entfernung rechnet. Ach, was du nicht sagst. Bin ich ein Idiot? Die Frage ist halt, wo gibt es das Magie-Upgrade? Ich glaube nämlich nicht, dass das bei einem Feenkordial ist, sondern bei einem Kraken. Und wo sich der befindet, der einem dieses Upgrade beschafft, das weiß ich nicht. Gab es hier nicht irgendwo noch ein Feenkordial? Ja, okay. Leute, wir... holen uns jetzt erstmal das Item ab, das wir für den Tempel benötigen, bei der Mutter-Kind-Insel. Mutter- und Kind-Insel. Dann treffen wir auch zum ersten Mal die Feenkönigin. Das ist ja ein kleines Kind. Hey Kind. Endlich also scheinen sich die Pforten zu deinem Schicksal geöffnet zu haben. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Rot und Blau. Die Kraft von Feuer und Eis wurde in deinen Bogen aufgenommen. Du kannst jetzt durch Drücken von ZR zwischen deinen Pfeilen umschalten.
Feuer- und Eispfeile. Die Eispfeile lassen selbst die loderndsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive schmelzen. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Okay. Ein bisschen creepy ist sie ja schon, muss man zugeben, aber ja. Ich schaue mich mal kurz um, weil ich Magie möchte. Dankeschön und vielleicht finde ich noch eine Flasche, das wäre auch ganz gut. Dann sehen wir auch mal, wie diese Insel hier so aussieht, was hier alles so rumliegt. Ja, nichts allzu Besonderes, aber... trotzdem ganz nett hier. Ein paar Pfeile. So, Magie ist voll. Dann verpiesen wir uns mal. Allein mit den Feuer- und Eispfeilen können wir jedoch noch nicht in die Tempel. Man kann aber mit den Pfeilen jetzt sich die Items holen, mit denen man dann wirklich in die Tempel rein kann. Ich überlege auch gerade, waren wir schon im südlichen Feenkordial? Ich glaube nicht, ne? Da war ja, glaube ich, ein Schalter für den Stahlhammer im Weg. Ist das diese Insel? Oder war das da, wo wir mit den Bomben diese Holzbarriere aufgesprengt haben? Ja, ich glaube, das war die. Ich habe es nämlich gerade gesehen, so ein bisschen. Ja. Ja, da waren wir schon. Das heißt, ich möchte jetzt ganz gerne noch ein paar Upgrades holen. Westliches Feenkordial, waren wir da schon? Waren wir da schon? Es ist die große Frage. Weil es gibt, soweit ich weiß, 3 oder 4 Feenkordiale. In 2 waren wir schon. Bei einem war... der Schalter für den Stahlhammer im Weg. Und die 4., wo ich mir nicht mal sicher bin, ob es 4 gibt. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir da benötigen. By the way, möchte ich gerne mal das Universalfutter kaufen. Moment, gucken wir mal, wie viel wir noch insgesamt benötigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hier nochmal 4 sind 12. Dann 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Einheiten. Das heißt, wir haben... okay. Pro Stack 3, aber hier gibt es eh kein Futter, deswegen... ja, habe ich jetzt umsonst nachgezählt. Manu. Ich hoffe nur, ich kann es mir merken, dass es 21 sind. Sonst muss ich das nächste Mal wieder zählen und das möchte ich nicht. So, das Riff da hinten, waren wir da schon? Nö. Ich möchte jetzt allerdings auch ungern extra noch hinfahren, weil wir eh nicht mehr so viel Zeit haben. Holen wir uns noch schnell das Upgrade, falls das wirklich das Kordial ist, wo wir noch nicht waren. Und dann verabschiede ich mich. Und das ist tatsächlich das Kordial, denn man sieht schon die Flammen, die den Eingang versperren. Das ist wunderschön. Stahlhammer habe ich eh ausgerüstet. Alles gut. Okay, schätzungsweise kriegen wir hier... also ich hoffe, dass wir ein Upgrade für den Bogen bekommen, also dass wir mehr Pfeile tragen können.
Ich bin gespannt. Aber ich denke schon. Junge, der du die Winde erwächst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Dann tu das bitte. Und es ist tatsächlich das Köcher-Upgrade. Du kannst jetzt mehr Pfeile mit dir führen, maximal kannst du nun 60 Pfeile in deinem Köcher tragen. Danke dafür. 60 Pfeile, nicht schlecht. Das nächste Mal, also als nächstes möchte ich ganz gerne mal, weiß ich nicht, sollen wir ein paar Sidequests machen? Oder machen wir einfach mit der Story weiter und die Sidequests machen wir am Ende. Also es gibt auf jeden Fall auf Port Monet jetzt ein paar neue Quests, ich glaube 2 oder 3. Die schauen wir uns im nächsten Part an und ich glaube danach möchte ich dann ganz gerne mit der Story weitermachen. Oder vielleicht werden wir auch mal zwischendurch ein paar Kraken jagen, dass wir auch das Upgrade für die Magie bekommen und dann das Herzteil uns beim Flugplatz hier beschaffen. Aber das sehen wir alles noch, wie es dann weitergeht. Danke fürs Zusehen, liebe Leute, und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!